Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem zweiten Kanal, wo wir heute wieder ARKOMS Live Ascended spielen. Und das wird wieder ganz schön wild, glaube ich. Auch wenn heute wahrscheinlich eher so eine kleine Farmtour sein wird, weil wir müssen einiges erfahren. Aber erstmal Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte hier, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um diesen Kanal wieder zu beleben. Der ist komplett tot. Das wäre super, super lieb, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Ich würde gerne diese DNA-Maschine bauen, weil die brauche ich, um einfach zähmen zu können. Ich habe, glaube ich, im Prinzip alles davor ziemlich durchgezähmt, was man zähmen kann. Ich habe einen Power, ich habe einen Speed, ich habe einen Harvest, Häusen? Ich glaube, das sind alle, ja. Ich habe auf jeden Fall von jeder Sorte habe ich welche. Und das nächste wäre Alpha. Und für Alpha brauche ich 20 Alpha-Herzen und 300 Häusenblatt. Was auch noch mit der Zeit spoilt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist kompletter Quatsch. Aber wir testen das Ganze mal. Leute, falls mit meinem Mikro was sein sollte, ich hatte irgendwie ein bisschen Mikroprobleme, dass das ab und zu so ein bisschen rumgespackt hat. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass ich das, wenn, dann rausschneiden kann. Aber wenn es Probleme gibt, nimmt mir das bitte nicht übel. Ich werde mich hier jetzt schön auf meinen dicken Rack setzen und dann gucken wir mal, ob wir Alphas finden, die wir leicht killen können, ob wir vielleicht Poisons finden, die wir umhauen können unterwegs. Ich bin gespannt, wie das Ganze läuft. Ich habe mich gerade mal ein bisschen umgeguckt, welche Poisons wo spawnen und so. Ich glaube, dass ich mit Petris hier vielleicht am meisten Glück habe. Wo hier sind auch so ein paar in der Nähe. Die snacke ich auch mal und ich guck mal, wie viel Blut wir da bekommen. Weil vielleicht, ich hatte erst gedacht, ob es irgendwie so einen Grinder gibt, wo man irgendwie was mitmachen kann oder so. Aber ich glaube, es gibt einfach nichts, womit man an Blut rankommen kann. Also ich dachte, es muss eigentlich was geben, aber anscheinend nicht. Ich glaube, ich nehme unterwegs so alles mit, was ich reiten kann. Vielleicht auch so Powers und so, weil man weiß ja nie, wofür man die dann wieder braucht. Der ist aber Level 20 und hat 13.000 Leben. Oh, hier ist alles irgendwie ein Endboss, ey. Ich brauche noch irgendwas Stärkeres. Was stärker als Rex? Einfach nichts, oder? Also powermäßig nicht. Ich habe auch gerade auf deren Discord geguckt, weil ich dachte, vielleicht kriegst du ja da ein paar Infos. Also das ist der unvollständigste Discord, den ich jemals gesehen habe. Da sind irgendwie drei Fragen beantwortet, die wir alle nicht wissen wollen. Und das war's. Also mehr ist da nicht drauf. Von daher, da wurde uns auch nicht geholfen. Gleich wäre Power Petri sogar echt mal ganz gut. Die haben übel viel Leben. Und dann könnte ich halt so ein bisschen über die Map zischen und gegen andere Sachen kämpfen. Da vorne ist unser erster Alpha, gegen den wir heute kämpfen werden. Ich wollte schon hier Potions machen, aber die sind auch übel teuer. Die kosten irgendwie 5 Medical Brew oder sowas. Und die habe ich halt nicht am Start. Von daher, ja. Ich glaube auch noch so, oh mein Gott, der ist auch noch Level 145. Ne, wir laufen direkt weiter. Ne, da renne ich lieber weg. Das lassen wir schön. Die andere Frage ist natürlich, kann man Alpha Petris molern? Wahrscheinlich nicht. Doch, da war grün. Komm wieder her. Ja. Ist ein Bolan? Er ist echt gebolan. Oh mein Gott, man kann Petris bolan. Also, ich weiß, dass man Petris bolan kann, aber Alphas nicht. Das ist nice. Headshot 2700, der ist schnell weg. Das ist wahrscheinlich mein Weg zu den Herzen. Und man kriegt Blatt. Ich habe 62 Poison Blatt bekommen. Okay, vielleicht dauert das alles doch nicht so lange, hä? Huh? Ich würde sagen, Bolas craften und Petris verprügeln. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ey, vielleicht ist das alles doch nicht so langweilig, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo auch immer der jetzt herkommt, Level 150 Alpha T-Rex. Und der ist echt nah an meiner Base. Ich kann das alles nicht mehr. Und der reißt ja halt alles auseinander. Hier gibst du mir noch ein bisschen Poisonblatt. Oh mein Gott, hast du viel Leben, so wie dazu schon wieder, der ich auch bolern soll. Also das Problem sind echt nicht die Petris, aber ich habe jetzt hier auch gerade einen Cerato. Der ist Level 20 nur. Den kann ich auch mal eine reinhauen vielleicht. Oh mein Gott, der wird sich heilen. Oh no, und Nalo kommt auch noch dazu. Oh nein, bitte. Mach doch nicht so was hier schon wieder. Ah, der Knockback ist so OP. Oh, mein Rex, der ist einfach der beste. Und jetzt, warum ist das Game so übel laut, ey? Warum beißt ihr euch jetzt gegenseitig? Hä? Ich dachte, ihr wollt gegen mich kämpfen. Habe ich da gerade Blatt bekommen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber das hier ist easy machbar. Nächster Alpha gleich down. Und da ist der Petri auch schon. Den würde ich jetzt super gerne bohren, wie er da gerade sitzt. Aber wenn ich jetzt absteige, dann habe ich ein Problem, glaube ich. Deshalb lassen wir lieber. Ich komme gleich zu dir, Petri. Bleib mal unten. Mach mal keine Scheiße. Ceratus gleich down. So, 1, 2, 3 müssen noch. So, weg ist er. Der hat mir wieder gar nichts gegeben. Also ich hoffe mal, dass du besser bist als dein Kollege. Nee. Okay, habe ich. Okay, sehr gut. Gute Bola. So, und wir rennen da schnell hin. Und ich hoffe, dass der mir jetzt wieder Blatt gibt. Keine Ahnung, was der Typ eingestellt hat bei der Mod. Einige Sachen droppen Sachen, andere Sachen droppen keine Sache. Ich glaube, ich habe nicht mal ein Herz von den Cerato bekommen, oder habe ich? Vielleicht habe ich das, aber 110 Poison Blatt ist okay. Weißt du was, wir kommen voran. Man muss einfach 20 Alphas killen, um einen selber machen zu können. Was ist das schon wieder? Und warum wollte ich ihn gerade boxen statt bolern? Und nächstes Herz und 68 Blatt, ey. Also Blatt haben wir fast voll. Ich dachte, das wäre das Schlimmere, ehrlich gesagt. Ich werde euch jetzt auch nicht bei jedem wiederholen, weil das ist dafür ein bisschen zu langweilig. Vor allem, ich werde echt nur gegen Petris kämpfen, wenn ich die Chance habe. Aber wenn ich unterwegs irgendwas anderes sehe, nehme ich das vielleicht mal mit, wenn es Low Level ist. Aber man hat ja gesehen, ich habe von dem Cerato nicht mal irgendwie Blatt bekommen oder so. Also lohnt sich bisher Petris echt auch noch am meisten, obwohl die am leichtesten sind.
So, nächster Down. Und ich habe sogar XP-Potions bekommen. Nice. Wo ich ein bisschen sehr bange vor habe tatsächlich, ist, dass ich mal auf einen Drachen treffe. Weil wenn der hinter mir herrennt, habe ich halt gar keine Chance. Das ist einfach so. Und vielleicht muss ich da mal schnell gleich nochmal nach Hause meine Perlen und sowas benutzen, um mir so eine Knarre zu machen. Damit ich schnell meinen Rex einpacken kann, falls das passieren sollte. Weil wenn ich sterbe, ist nicht schlimm. Ich kriege meine Sachen eh wieder. Ich glaube, das machen wir gleich erstmal. Ich gehe nochmal nach Hause, bevor es irgendwie schief geht. Yay, wir haben schon mal einen Fabricator in unserer Base. Ich habe einfach einen 130er Alpha-Ziefer direkt vor der Haustür. Aber direkt. Boah, hätte ich da jetzt Bock drauf. Ich habe irgendwo meine Perlen vergessen. Ich kann das nicht mehr. Also werde ich einfach Trilobites essen. Junge, hier sind ja einige. Ich bin reich. Hä, das lohnt sich einfach wirklich. Hä, guckt euch das an. Ich bin reich. Oh mein Gott, ich bin reich. Okay, ich habe das ungute Gefühl, das reicht nicht mal für meine Knarre, aber egal. Und da craften 100 Electronics. Easy peasy. Okay, ich habe sie. Rexy sollte sicher sein, theoretisch, wenn ich schnell im Einpacken bin. Ich glaube, ich sollte ein bisschen Angst haben hier. Ich glaube wirklich sehr sogar. Aber Petri, was soll ich machen? Ich habe ihn nicht mal getroffen. Oh, der ist schon sauer. Oh, der ist schon sauer. Okay, aber der ist, glaube ich, langsam, oder? Ja, der ist super langsam. Okay, ja, dann laufen wir einfach weiter zum nächsten, glaube ich. Okay, Leute, Hälfte haben wir geschafft. Und das macht gar nicht mal so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und ich wünschte, ich hätte schon früher mal gegen Alphas gekämpft, aber habe ich halt nicht. Und da ist noch ein Alu-Level, ja. Obwohl, wir haben vorhin Alu versucht, da habe ich nichts bekommen, oder? Egal, ich kämpfe trotzdem gegen den. Oder sind zwei Alpha-Alus, welches Level ist der? Ne, das ist normaler, okay, habe nichts gesagt. So, wir testen es nochmal, wir geben dem Ganzen noch eine Chance. Vielleicht gibt der uns ja jetzt das Überloot oder zwei Alpha-Herz oder so. Und alles hat sich gelohnt, wer weiß das schon. Und tot. Ein Herz, okay, ich habe nichts gesagt. Also ich habe jetzt 16 Herzen und ich sehe da hinten drei potenzielle Herzen und ein Ding, was mich absolut zerstören könnte. Nämlich ist es ein Prime, aber ich bin mir nicht sicher, ob der mich wirklich so hart zerstören würde. Das sehen wir halt gleich, würde ich sagen, vielleicht. Wenn der mich... Nö, der ignoriert mich komplett, weil ich ein Rex bin. Das ist ja noch besser. Okay, dann bin ich, glaube ich, vielleicht Gucci und kann hier mal eben drei Herzen absahnen. Ich darf den nur nicht erwischen mittendrin. Oh Gott, okay. Und ich sollte hier weiter headshotten. Der macht nämlich schon so ein bisschen Damage. Ey, dann haben wir es bald geschafft. Ich kann es doch gar nicht glauben. Oh mein Gott, ey. Weil das hat so heftig lange gedauert. Und das war auch wirklich gar nicht mal so lustig. Hat mir echt gar nicht mal so gut gefallen. Aber das Gute daran ist, ich habe extrem viel Alpha-Halt. Und damit kann ich dann wahrscheinlich direkt die Selle machen für die Dinos, die ich dann haben möchte. Das ist der Vorteil. Und ich hoffe, dass dieses Gerät, was ich da mache, dass das nicht auch noch irgendwas braucht. Weil wenn das irgendwas braucht, dann habe ich ein kleines Problem. Und die sind natürlich Mate-Boosted hier. Ich hoffe, dass der andere Raptor echt nicht dazu kommt. Sonst wird's kacke. Ich glaube nicht. Glaube nicht, oder? Nee. Okay, einfach mal Glück haben im Leben, ey. Oh mein Gott, der wird fast dazwischen gerannt. Der ist sein eigener Kollege, ey. Das ist wild. Wisst ihr, was das größere Wunder ist? Dass der Rex noch lebt. Bin ich ehrlich. Ich dachte, der geht auf jeden Fall drauf. Ein Alpha noch. Ein letzter Alpha. Und wir haben's dann. Und dann geht's so ab nach Hause. Da hinten ist ein Petri angeblich. Wir rennen dahin. Das wird's sein. Ich will nur noch nach Hause. Über die ganze Map gerannt. Über die ganze Map. Komm her. Komm runter. Komm runter. Parag, geh aus dem Weg, bitte. Ich habe hier eine wichtige Mission. Der kommt nämlich gerade runter und der muss gebolert werden. Und der kann nicht mal landen. Vernünftig, ey. Ding wird jetzt gar nicht gut. Das ist gut, dass wir hier eine Notschlachtung machen, ey, bei dem. So. Und Ende. Mikroraptor nicht jetzt. Okay. Wir haben es geschafft. Wie viel Blut haben wir? Wir haben 500 Blut und was weiß ich, wie viele Tränke. Nice. Ab nach Hause. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, auf dem Zweitkanal, da mache ich nicht so aufwendige Videos. Da mache ich mal eben so eine halbe Stunde Aufnahme und lade die dann einfach hoch und das wird super entspannt. Wisst ihr was? Ich war über eine Stunde unterwegs, Alpha-Herzen sammeln für diese Folge und ich habe noch nicht mal viel geschafft. Ah, läuft super, ehrlich. Aber ich hoffe, dass ich jetzt einfach die Dinger hier reinwerfen kann und wir dann hoffentlich den Rest haben. Warte. So, Herzen. Dann hier Strukturen, das Gerät hier, Kristall und Metall. Für Kristall ein bisschen. Okay, das ist aber kein Ding. Das können wir schnell holen. So, jetzt müsste es gehen. 300 ist drin. Hier, DNA-Maschine. Wir machen sie. Jetzt kommen wir zum bewegenden Moment. Wie groß ist das Ding? Kann man das einfach irgendwo hinstellen? Und vor allem, was braucht man, um irgend so eine DNA... Oh mein Gott, okay. Man kann es aber überall hinstellen, aber ich glaube, das sollte man vielleicht so ein bisschen gerade hinstellen. Vielleicht einfach hier so. So, das sieht ja schon mal super wild aus. Was zum Teufel? Und jetzt kann ich was machen? Okay, ich habe keine DNA dabei und deshalb kann ich das Ding nicht starten.
Aber anscheinend kann ich das einfach direkt starten, wenn ich DNA dabei habe. Man darf in der Zeit nicht sterben, wo man das macht. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Wir brauchen jetzt Alpha-DNA und die bekommen wir anscheinend, wenn wir einen Alpha ausnocken. Und das werden wir jetzt einfach probieren. Wisst ihr was? Wir holen uns einfach irgendein Low-Level und testen das erstmal, bevor das jetzt gleich super, super teuer wird. Und ich mich hier richtig blamiere. Gleich der da hinten, Level 15, den nocken wir mal aus. So, wir werden jetzt gleich unseren ersten Alpha ausnocken, wovor ich ein bisschen Panik habe. 145er Alpha, wisst ihr was? Vielleicht ist es doch einfach der, wenn der hier schon so rumfliegt. Wir haben gar nicht so viel Topor, sehe ich gerade. Hä? Warum haben die so wenig Topor? Ich hab die halt nicht. Oh, die verlieren aber auch super, super schnell Topor. Okay. Das ist gut zu wissen. Aber ich kann ja einfach so dranbleiben und den die ganze Zeit hauen. Da müssen wir uns anscheinend so ein bisschen beeilen mit dem DNA rausnehmen gleich. Ich hoffe nur, dass die Brutmutter, die ich gerade gehört habe, nicht hier irgendwo rumschiert und uns dann direkt angreift oder sowas. So, er liegt. Wie lange liegt er? 2 Minuten. Okay, 2 Minuten ist ja gar nicht so schlimm. So, ist hier irgendwas Schlimmes? Da unten sind so ein paar Sachen, glaube ich. Ich weiß nicht, was. Terrorbirds oder so. So, ich komme da ja gar nicht ran. Was ist das schon wieder? Ich komme nicht ran. Oh nein, kann ich so den Baum abbauen? Gib dir einfach gleich noch eine Schelle, das ist nicht schlimm. Okay, bitte, hören Sie auf. Ich habe zumindest den Peacekey nochmal gehauen, oder? Oh mein Gott, ich töte ihn gleich. So, jetzt extract DNA, bla bla bla, will die after, okay. Lol, okay, das war einfach. Einfach ausnocken, einmal E drücken, das ist kein Problem. Das kann sogar ich. Jetzt gehen wir wieder nach Hause und packen die da rein und gucken mal. Der Moment der Wahrheit. Was passiert hier jetzt? Kino, ja, bla bla bla, start process. Hä? Der kommt ein random Level raus und ich muss den neu ausnocken. Oh no. Also kann man besser Low Level sich ranholen, richtig? Oh, hä? Doch nicht. Oh, 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 da steht was dran. 15 Minuten? Das ist doch nicht euer Ernst. Und ich darf 15 Minuten lang nicht sterben anscheinend. Ich brauche ein zweites Teil davon. Und vor allem das Level... Warum ist der Level 95? Ey, wenn ich nicht 1000 Alphas dafür killen müsste, würde ich mir ein zweites Ding davon bauen. Fehler wurden gemacht, Leute. Fehler wurden gemacht. Ich hätte kein Beatry nehmen sollen. Ich wusste nicht, dass es so lange dauert. Okay, ich könnte theoretisch den abbrechen und könnte einen anderen starten. Das könnte ich machen. Das machen wir jetzt nicht. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen, um guten Dinosuchus aus... Obwohl, ich könnte irgendeinen ausnocken wahrscheinlich. Ich check das nicht ganz. Vielleicht auch einfach 95, weil er dann getamed irgendwie 130 oder so. Mal gucken, ob der gleich Tamed-Level dazu bekommt. Ich habe viele, viele Fragen. Ich suche nach einem Dinosuchus. Da ist ein Level 150er. Natürlich ist das nicht ungefährlich, weil es könnte passieren, dass er mich einfach vor meinem Petri one-shottet und dann bin ich wahrscheinlich auch am Arsch und dann bricht wahrscheinlich mein Petri ab. Aber man muss es einfach mal drauf anlegen, ehrlich. Ohne Witz, man muss es einfach mal drauf anlegen. Andere Leute würden jetzt einfach zu Hause stehen bleiben, würden ein bisschen die Bude ausbauen, was meine Bude echt nötig hätte. Aber nö, ich will einen Dinosuchus haben. Oh, vor allem ist das volle... Wie viele? Ja, die haben ja gar keine Topor. Wie soll ich die ausnocken? Kann man nicht ausnocken. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Aber das ist auch sehr risky da, weil da ist einfach alles, auch Alpha Capros und sehr viele andere Dinosuchus. Deshalb gehe ich erstmal woanders hin. Zum Beispiel zum Level 20er da hinten. Der sieht so ein bisschen so aus, als wenn der alleine steht. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Ich glaube zu Recht auch. Und der hat auch seinen Mund auf, fällt mir gerade auf. Kann ich niemals ausnocken? Der hat keine Topo-Anzeige. Ich muss doch die normal zähmen oder so. Was zum Teufel? Alpha Basilisk auch keine Anzeige. Hä, hatte der Petri denn eine, bevor ich den gehittet habe? Ich bin so verwirrt. Ja, die haben alle eine. Oh mein Gott, Spino, überspawn. Aber sowas von. Karkinos hat auch eine. Nicht ein guter Spino dazwischen, oder was? Und auch 135 da hinten. Hä. Der macht der mir, ist die Frage. Der ist auch ein bisschen lost, irgendwie. Aber ich kann ihm gar nicht genug Topa machen. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Poison-Dino dafür. Der ein bisschen stärker ist. Es gibt ziemlich viele Poison Wyvern, aber ich bin dabei schon mal gestorben, wo ich versucht habe, die zu zähmen. Ich weiß nicht, wie smart das ist. Wir gehen erstmal zu der Low Level und gucken uns an, wie das Ganze läuft. Wo sind hier Wyvern? Hier ist irgendwo eine Wyvern-Schlucht. Oh nein. Ist hier unten die Wyvern-Schlucht? Oh nein. Oh, dafür bin ich noch nicht bereit. Das sind normale Poison Wyvern, aber da sind auch solche gemoddeten zwischen. Oh shit, ey. Ist das eine Alpha Wyvern, das eine? Das ist eine Alpha Wyvern. Oh no. Oh, stell euch vor, die würde ich ausnocken. Die Poison müsste ich easy ausnocken können eigentlich. Oh nein, ich habe meine Drehung verkackt. Und die hat mich mit irgendwas getroffen. Oh, woher Blitz? Oh nein. Ich glaube, ich habe beide getroffen. Blitz liegt. Poison auch. Poison könnte ich mir jetzt einfach snacken tatsächlich. Aber hier unten ist halt nicht gut.
Wenn die Fire Wyvern herkommt, bin ich am Arsch. Ich fühle mich sehr unwohl, bin ich ehrlich. Aber egal. Ist mal was. Okay, wir lassen die kurz liegen. Die ist eh nur Level 20. Oh, die Poison ist hier unterwegs. Oh Gott, die Alpha ist auch schon sauer, glaube ich, gleich. Ah, noch nicht. Aber, oh mein Gott, die wird sowas von meinen Poison Wyvern hassen, wenn die fertig ist. Oh no. Ja, wenn ich die ausnocken könnte, wäre halt so genial. Das schaffe ich halt nicht. Wie geil sieht denn die Wyvern-Schlucht aus? Alter, diese Map, ne? Ich bin wirklich fasziniert. Wenn es hier nicht so gefährlich wäre, würde ich hier gerne mich mehr umgucken. Aber es ist so gefährlich. Oh, da. Poison 45, Poison Level 1 angeblich. Aber Poison Level 1 hat dafür ziemlich viel Topo. Das haut, glaube ich, nicht so ganz hin. Wir könnten die angebliche Level 1 einmal ausnocken. Die wahrscheinlich so Level 100 ist oder so. Oh, meine, das geht zähmt da hinten. Da steht halt die einfach mal daneben. Oh, diesmal hat sie mehr betäubt. Oh Gott. Triff ich bitte nicht mit deinen komischen Angriffen. Ich habe hier zu tun. Okay, die Drehung war gut, wir locken die raus. Das ist auch smart. Ich weiß nicht, was mit meiner anderen Poison Wyvern ist, aber die ist auch nicht so wichtig. Mensch, ich könnte das Level schon sehen, aber weißt du was? Wie viel brauchst du? 2 Filet, die sollst du kriegen. Vielleicht können wir die andere ja noch retten. Ich guck mal kurz. Direkt da drüber. Obwohl, wahrscheinlich ist die nicht so high level, die ich gerade ausgenockt habe. Oh, shit. Komm mal mit. Komm mal mit. Mach mal passiv. Oh Gott. Oh, das war's. Das war's sowas von für sie. Oh, das war's für sie, oder? Oh, no, no, no. Ja, die ist tot, okay. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wir haben noch eine. So, sie ist fertig. Ich weiß immer noch nicht, welches Level. Ich denke mal so Level 90 oder so. Wir gucken mal, steht's jetzt da? Level 127 rausgekommen, hä? Da war ich gar nicht so falsch. So, wie sieht's hier aus? Hä? Die Zeit hat resettet komplett. Darf er nicht aus der Range gehen oder was? Ich bin nicht gestorben oder so. Ich bleibe jetzt hier neben stehen. Kann ich nicht die Zeit irgendwie schneller machen oder so? Vielleicht mache ich das. Ich probiere das mal. Okay, also das sieht schon verdammt lustig aus. Da habe ich ja gar nichts gegen. So Leute, 30 Sekunden noch. Kein Problem. Da habe ich eben 15 Minuten abgewartet direkt daneben. Also anscheinend darf man halt echt nicht aus der Renderdistanz oder so. Und das ist ja kompletter Quatsch. Ich kann doch nicht hier rumstehen die ganze Zeit einfach AFK. Ich habe ein Leben, Junge. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Und Get Alpha. Level 30. Die wollen mich verarschen. Jetzt mal ohne Witz. Die wollen mich verarschen. Ich habe extra ein High Level ausgelockt, damit ich den schlechtesten Alpha der Welt bekomme. Das kann nicht wahr sein. Der ist doch richtig Arsch, oder? Der hat 7000 Leben. Da hätte ich besser an Power zähmen können oder so. Ich hole nächste DNA von irgendwas anderem. Mit meiner Wyvern. Mit meiner neuen Wyvern. Warum nicht? Wir gucken mal, wie gut die auslockt. Okay, neuer Alpha Petri hier. Kurzer Test. Wie viel Topo? Ja, das ist nicht schlecht. Wie viel damit? Macht das mehr? Nee, tatsächlich nicht. Hä, ist die Flamme kacke? Also, das sinkt halt super schnell bei Alphas. Man muss da echt dauerhaft angreifen irgendwie. Aber der Angriff hat viel mehr Topo gemacht als die Flamme, wenn ich das richtig gesehen habe. Kurzer Test nochmal. 3700? Der Biss macht viel mehr. Ah. Macht natürlich auch gut Schaden, ne? Aber ich glaube, ich skill sogar noch ein bisschen Schaden auf dem. Und viel Leben. Lol, hier läuft einfach ein Drache unter mir. Ich dachte, was geht jetzt denn ab? Ich höre doch irgendwas watscheln. Ich war einfach gerade am Skillen. Hm. Kannst du eigentlich auch nicht so wirklich was, oder? Kann ich dich ausnocken? Kriegst du da ganz schön Topo, muss man schon sagen. Machst du Damage auch oder nicht so? Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich one-shottet oder so, weil die Wyvern hat halt auch keinen Sattel, ne? Okay. Voll in die Reihe geflogen kurz, weil es mir gar nicht gut geht. Oh nö, ich gehe einfach weiter. Ja, auf einmal fliegt die. Hä? Die konnte fliegen? Noch nie ist die hinter mir hergeflogen. Ich hatte gerade kurz Angst. Oh mein Gott, die ist hinter mir her. Was? Seit wann? Ich habe ein Problem. Ich habe ein großes Problem. Ich habe ein sehr großes Problem. Ich habe ein super, super großes Problem. Biss macht mehr. Biss macht mehr, waren wir uns einig. Okay, komm her, ich knock dich aus. Ist okay, komm her. Oh mein Gott, komm her, bitte. Ich werde dich ausknocken. Ich werde dich ausknocken, du bist selber schuld. Du wolltest es nicht anders. Oh mein Gott. Die können fliegen und die fliegen auch hinter einem her. Okay, gut zu wissen. Ich habe einen Speedlord ausgenockt und wäre dabei fast draufgegangen mit meiner neuen Wyvern. Was hast du Schönes? Kann man irgendwas mit dir machen? Nö. Also, die sind echt nicht tameable anscheinend. Könnt ihr euch doch an den 150er Alpha Rex neben meiner Base erinnern? Ich gehe da jetzt hin. Der große Witz ist, dass direkt neben dem Rex ist noch ein Rex und der ist Level 145. Also wir haben da zwei High-Level Alpha Rexe direkt neben der Base. Das ist der 145er, also das ist schon wieder ein Witz. Ich hoffe, ich kriege den irgendwie ausgenockt. Das sehen wir jetzt halt gleich. Und ich hoffe, dass er mir nicht zu krass viel Damage macht. Aber wahrscheinlich macht er mit übel viel Damage. Vielleicht kann ich auch so ein bisschen den hier machen. Den kann ich, glaube ich, nicht. Aua.
Ja, der macht mir schon sehr viel Schaden. Aua, ja, der macht mir übel viel Damage. Okay, ja, nee, das ist nicht so nett. Und der verliert jetzt halt wieder so viel Topor, dass ich nicht... Das haben die schon gut gemacht, ne? Muss man den halt lassen, dass man nicht einfach so wegfliegen kann die ganze Zeit und mal wieder betäuben kann. Das geht einfach nicht. Es gibt auch hier Potions, aber wie gesagt, teuer halt. Ich habe ihn wieder einmal getroffen. Ich weiß nicht, ob das noch was wird hier. Ich glaube eher nicht. Weiß auch nicht, ich könnte wahrscheinlich auch einfach ein Low-Level nehmen, weil das ist eh scheißegal. Und da kommt am Ende eh Murks raus. Warum mühe ich mich ab? Ich für Low-Level. Also, Plan hat sich kurz geändert gehabt. Ich habe nämlich gesehen, dass Alpha Yi Links gibt. Die Frage ist, wo zum Teufel gibt es die? Es gibt, gibt es ein Operation-Gebiet? Und wenn ja, wo ist der... Oh mein Gott, 100 Pro, ist das hier der Eingang, oder? Ist das hier der Eingang zu Operation? Oh mein Gott, nein. Die Ringe zu Operation machen Sinn und ich kann hier nicht reinfliegen. Oh no, das zählt als Höhle. Dann gehe ich da auch nicht hin. Dann gehe ich, tut mir furchtbar leid, aber dann gehe ich da auch nicht hin. Hör mir auf. Bei Aberration darfst du einfach nicht fliegen, wie bei normalen Aberration auch. Das ist halt schon krass. Und das ist ja so geil gemacht. Oh mein Gott, hier ist irgendwas Böses. Ich kann dich hier nirgendwo rauswerfen. Okay, jetzt. Wisst ihr was? Ich nehme den Fasolasuchus. Warum nicht? Warum nicht? Einfach mal was anderes nehmen. Nicht so Standard hier. Ich nehme Rex, ich nehme hier, ich nehme da. Also wenn ich den überhaupt nehmen kann, das ist die nächste Frage. Der macht auch heftig Damage und ich kann nicht angreifen. Warum kann ich nicht angreifen? Wegen seinem komischen Effekt. Oh, das ist ja gemein. Aber ich kann rückwärts laufen. Also das ist schon mal gut. Ah, der knallt gut rein. Ich hoffe, der macht nicht gleich nochmal diesen komischen Angriff, weil da verliert er halt übel viel Topo wieder. In der Zeit, wo ich nicht angreifen kann. Aber das Rückwärtslaufen klappt schon mal sehr gut. Da liegt er. 2 Minuten lang übrigens. Also, eh. Zack. Moins. Hey, 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 hey. Bleib hier, bleib hier. No, 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 no. Du gehst mir nirgendwo hin. Da sind wir wieder. Neue DNA. Go. Was sehe ich da? Wie doof sieht das denn aus? Okay, ich werde ganz bestimmt nicht vorspulen. Ich werde hier einfach 15 Minuten stehen. Heute vergeht die Zeit aber ziemlich schnell. Puh. 3, 2, 1. Und E drücken. Welches Level? 82 ist, denke ich, okay. Könnte besser sein. Also ich hoffe, dass der Sattel halt nicht so super teuer ist. 5 Alpha-Herzen. Ich kann das nicht mehr. Ich würde sagen, wir testen die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.